Heute zeige ich eine weitere Anleitung für diese Endlosbox. Ihr habt es euch gewünscht, also zeige ich das nochmal mit ganz neuen Produkten von Stampin' Up. Ja, hier drin ist was versteckt. Bei mir ist es eine Gutscheinbox zum Muttertag, geht genauso zum Geburtstag oder zum Vatertag. Wie ich die gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und wir sind schon wieder mittendrin in einem weiteren Beitrag aus unserem Demo-Doppel. Mit dem Produktpaket Gartenliebe haben wir schon einige Ideen gezeigt. Also Annalena und ich zeigen jeweils Ideen. Ich habe hier diese Diorama-Card mit Taschen gezeigt, mit Überraschung, wo man hier rausziehen kann und dann ganz hinten Diorama-mäßig das Motiv sieht, wenn man aufklappt. Ich zeige das nochmal. Genau. Kannst du dir vorstellen? Kann man zu verschiedenen Anlässen und mit natürlich jedem Material basteln. Ich habe sie damit gezeigt. Und heute im zweiten Demo-Doppel ist das Thema Gutschein. Ja, und da geht ja alles. Gutscheine habe ich auch schon gezeigt. Ich habe auch hier eine Karte, die man wunderbar als Gutschein für einen Gutschein verwenden kann. Auch dafür gibt es eine Anleitung von mir. Und natürlich gäbe es noch diese Karte mit diesen Fächern hier vorne, wo man immer so einen Tag ranhängen kann. Aber hier kann man eben auch einen Gutschein reinpacken und hier hinten den Text. Wäre also auch möglich. Oder eben gerade verschenkt. So eine Karte, das sind übrigens die In Colors von 2023 bis 25. Gutschein für dich und hier kann man den reinpacken. Möglichkeiten ohne Ende. Es gibt noch ganz andere Karten und Ideen für Gutscheine. Annalena zeigt nachher auch eine. Also im Anschluss an mein Video. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich werde das verlinken in der Beschreibung unter dem Video und auch ganz hinten auf der Endcard von diesem Video. Also wenn du bis ganz hinten gekommen bist im Video, dann geht es da direkt weiter. Okay, ein Faltprojekt, das kennst du von mir schon, ich falte echt gerne. Dieses ist nicht ganz Origami, warum? Weil geklebt wird. Trotzdem, die Grundformen sind natürlich Origami-Faltungen. Wie alle Faltungen irgendwo, oder? Ich weiß es nicht. Der Fröbelstern kommt von Herrn Fröbel, das ist dann eine andere Quelle. Okay, so, ehe ich mich verquatsche, habe ich hier schon mal was vorbereitet. Leg das dir so hin, da kannst du dir vorstellen, wie sich das anfängt zusammenzusetzen. Außen wird unser Würfel so ausschauen. Und je sauberer Falten, umso schöner wird er. Und dann kommt jetzt mal die Faltung. Ich gehe da schrittweise vor. Ich muss gerade mal überlegen, ich habe außen ein blumiges Bild. Dann kommen hier die Wolken, damit mir das nicht zu bunt wird. Zu der Produktpaket Gartenliebe gibt es auch, wo haben wir es hier unten, haben wir es, gibt es Stanzform und Designerpapier. Mein erstes Paket ist locker alle geworden jetzt hier bei der ganzen Aktion. Mein zweites ist schon da, wunderschönes Designerpapier vorn drauf auf der Seite, das farbige Motiv und auf der Rückseite dann, also die Landschaft und auf der Rückseite dann einfach eine Textur, eine bunte Gestaltung. So als hätte man seinen Pinsel abgestrichen oder mit der Farbe einfach einen Hintergrund gemalt. Kann man also gut verwenden. Wenn du dich fragst, wo ist das? Das ist bei Exklusiv Online. Also findest du im Internet bei Stampin' Up und ich verlinke das natürlich auch immer, wo es da lang geht. So, jetzt aber. Welche Größen? Ich fange an mit dem Papier, das ist ja 6x6 Inch, 15,25 cm und ich schneide mir die erste Größe auf 15x15 und dann bekommst du einen Würfel, den messen wir uns jetzt mal grob aus, in den Maßen 5,5 x 5,5, sind natürlich nur 5,4. Aber so grob, da kannst du dir so vorstellen. Und dann gehe ich zentimetermäßig immer kleiner. Das nächste Blatt 14x14, dann 13x13, dann 12x12, 11x11. Und das letzte hatte ich auf 10x10. Da musst du gucken, was du reinpacken möchtest. Das kann auch zu klein werden. Wenn du eine Süßigkeit reinpacken willst, die ich eben schon gezeigt habe, passt hier wunderbar rein in das 10x10. Aber fang mit dem Großen an und werd immer kleiner und schau dann, ob das passt. Gutscheine. Man kann jetzt da keine Gutscheinkarte reinpacken. Ich habe mir solche Kugeln besorgt, hier diese Acrylkugeln in allen möglichen Größen gibt es die. Und das ist hier die kleinste, die ich im Moment habe. Die ist etwa 4x4 cm. Und die werde ich dann am Ende reinpacken. Da rein packe ich den Gutschein. Zusammengerollt, kleinen Text, muss ja nicht viel sein. Ist ja die Überraschung und gerade bei dem Würfel, wo man denkt, da kommt nichts mehr, ist das ganz witzig. So, ich falte einmal
ein Kopftuch, das heißt diagonal die Linie und drehe es gleich rum um 90 Grad und falte das zweite. Und da ich die gleich gefaltet haben möchte, mache ich das mit dem anderen auch so und markiere mir dann einfach nur die erste Ecke, mit der ich anfange. So, jetzt lege ich die mal beide so hin, dass die Wolken in die gleiche Richtung gehen. Falte das auf, falte dieses zur Mitte, genau an den Mittelpunkt wieder auf und an diesen neuen Punkt, der hier vorne quer entstanden ist. So, das lege ich beiseite und mit dem falte ich jetzt. Also Wiederholung, das genau zur Mitte, das ist die Mitte von dieser und von dieser Linie. Notfalls mal hochfalten, dann siehst du, ob es passt. Auffalten, und jetzt siehst du, dass es falsch rum ist, also drehen wir es wieder rum. So rum wollen wir das, zur Mitte. Da ist die Mitte und dieser neu entstandene Punkt. Hier vorne hochfalten, gucken, dass es genau an der Mitte liegt. Okay, nochmal Wiederholung, weil wir gerade Verwirrung gestiftet haben, zur Mitte, zurück und die nächste neu entstandene Linie hier vorne, daran. Jetzt drehe ich das um, diese kleine Ecke merke ich mir und du siehst, da erinnerst dich, die habe ich hier drüben nachher auch. So, jetzt falte ich das hoch von unten nach oben und falte das hier ran. So, und jetzt kommt auch mal der Einsatz vom Falzbein und wir müssen mal über das Papier reden. Das tolle Designerpapier von Stampin' Up ist dünn, aber nicht ganz dünn. Je dünner das Papier, umso besser lässt sich das Ganze natürlich falten. Du kannst es mit jedem Papier machen. Ich bin aber schon ein bisschen verliebt in dieses Design. Und deswegen nehme ich das auch so. Heißt aber auch, dass du beim Falten eben schaust, dass du einfach ganz flache, dünne Kanten kriegst. Also ganz exakte. Es rächt sich und multipliziert sich immer. Einmal wie minimal es schief gefaltet ist. Da zählen schon halbe Millimeter. Die summieren sich echt hoch. Und wir müssen eben berücksichtigen, es wird immer dicker, je öfter wir drauf falten. Und dadurch verschiebt sich es auch ein bisschen und ist nicht 100 pro exakt. Okay, wir haben hier oben das kleine Dreieck. Ich drehe das auch schon, dann irritiert es nicht, richtig? Jetzt haben wir hier hinten noch kleine Spitzen, die falten wir rum. Und zwar diese Spitze hier ran. Da gibt es dann hier unten eine klare Ecke, eine Spitze und hier drüben diese Linie verlängert sich. Mit dieser Spitze. Das machen wir hier drüben genauso. Diese Spitze genau an die Linie da. Unten liegt es plan aufeinander. So. Und jetzt kommt erstmal eine große Faltung. Und zwar nehmen wir das hier oben und falten es bündig nach unten. Das heißt, es kommt diese Linie, sitzt hier genau drauf und der Rest ergibt sich. Und wenn es genau gefaltet ist, das sehen wir jetzt gleich. Also nicht zu weit und nicht zu kurz, dann schließt sich das so gut wie. Es schließt sich hier nicht 100 pro, es ist also noch ein halber Millimeter links und rechts Platz. Das macht in dem Fall nichts. Dann falte ich diese Ecke einmal hoch, wieder runter und diese Ecke einmal hoch und wieder runter. So. So sieht es jetzt aus. Und jetzt machen wir eine weitere Faltung. Und zwar nehmen wir jetzt diese Ecke hier oben, links und rechts, für die eine Seite diese und diese Linie und falten dieses Feld da exakt dran. So, und damit entsteht hier unten, wir treffen hier drauf und wir treffen hier genau auf diesen Punkt hier. Da ist wieder eine Ecke, die wir uns denken können. Hier falten wir drauf und so entsteht unsere dreiteilige Faltung. So, falten wir wieder auf. Und die andere Seite genauso. Parallel hierzu, an diese Ecke gezogen und unten genau drauf. So, jetzt falten wir das wieder auf. Keine Panik, wir falten noch dreimal. So, was fehlt uns noch? Wir falten nochmal zu. Wir haben diese und jetzt fehlt uns noch diese Diagonale. Also die andere Seite und die falten wir hier drauf und auch da glatt ziehen. Und hier drüben glatt ziehen. Und du siehst schon, wenn es irgendwo ein bisschen verschoben ist, macht nicht ganz viel, aber ist nicht so schön. So, jetzt ergeben sich eigentlich Zusammenfaltungen. So steht das, so sitzt das und das falten wir gleich hier rum. Und dann kommt der Moment, wo wir eben aus dem Origami spätestens jetzt rausgehen, weil wir kleben. So, und das ist eine Hälfte.
Und damit wir nachher verbinden können, Justadaus ist hier drüben Tatsache eine Spitze, die guckt da raus und mit der verbinden wir das nachher. So, wir kleben das gleich einmal fertig und dann machen wir uns an die weiteren Teile. Also, hier drüben geht's los. So, das falten wir hier rum. Hier können wir noch minimal rücken, wenn es nicht ganz glatt ist. Und dann setzen wir das hier rein. Da habe ich meine Bastler-Schraubzwingen, die hole ich schon mal. Drück das da an und kann dann in Ruhe die andere Seite kleben. Nämlich hier. Die Grundform wiederholen wir am zweiten Teil und dann setzen wir das zusammen. Und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Garantiert die zweite schon irgendwo hingelegt, findest du aber nicht, oder? Du hast aufgepasst, ich weiß es nicht. So. Gut, das haben wir. Da vor mir liegt sie eigentlich, ne? Da. Okay. Also, das war die Spitze. Wir hatten ja dann, nachdem wir diese kleine Spitze hier haben, unten diese nach oben gefaltet. Richtig. Das wird also wiederholt. Die kleine Ecke hier ran, die andere Ecke hier ran, auch da einmal drauf falten. Das ganze Feld mit der kurzen, mit der stumpfen Spitze hier runter, direkt ins Feld, schauen, dass wir hier überall bündig anlanden. Dann haben wir schon mal, wenn mich nicht alles täuscht, diese Ecke hochgefaltet, die andere Ecke hochgefaltet und das Ganze wieder aufgefaltet. Jetzt kommt die ganze linke Seite an die neu entstandenen Linien. Wir teilen unser Blatt in drei Teile durch diese Faltung. Wenn wir überall richtig anlanden, sieht das super aus. Jetzt denken wir nochmal drüber nach. Falten zu, haben diese gemacht und brauchen jetzt diese kleine Schräge hier noch. Also die äußeren Felder müssen diagonal zweimal gefaltet sein. Dann falten wir auf und es ergibt sich wieder, dass das sich zusammenfaltet und dieses hier drauf kommt. Und auch hier wird geklebt. Hier dürfte fest sein. Packen wir das raus. Du kannst beim Kleben, muss aber aufmachen, ne? Beim Kleben immer noch ein bisschen rückeln. Das ist zu viel Kleber. Ab jetzt werden die Hände kleben. Wir kennen es. Das ist wirklich so exakt wie möglich ist am Ende. So ein paar Millimeter machen nichts. Hier ist unsere Klebefläche. Und dann falten wir das wieder hier drauf. Und reinkleben. So, und je nachdem, was du für Designerpapier hast, kannst du natürlich gestalten ohne Ende. So, wir haben ja gesagt, wir kleben zusammen. Hier klebt mein Arm, das macht aber nichts. Wir kleben jetzt diese Spitze hier ran. Diesmal war es schon offen und ich wollte es nochmal öffnen. Lustig, oder? So, das lege ich hier rein und drehe es dann um und kann so ganz gut platzieren. Wenn da was zu viel klebt, übrigens klebt hier meine Arbeitsfläche. Klebt immer mit meinem Arm fest. Also wenn das so flutscht, dann ist das mein Arm, der hier immer anklebt. Mann, Mann, Mann. Fragst dich, wo der Kleber herkommt gerade. Egal. So. Gut. Das haben wir. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt schauen wir doch mal, wie wir das zusammensetzen können. Okay, das sind die zwei nächsten Größen. Sieht man, weil das ist immer so, ich so nebeneinander lege, grob gesagt 5 mm kleiner, würde ich sagen. Passt genau rein. Und dann fehlt noch einer. So, passt. Die hier innen passen auch. Und zwar, das ist ganz kleine. Das wäre das klitzekleine, das legen wir mal außen hin. Und jetzt haben wir noch eins. Wollen wir es noch ganz schnell wiederholen? Wir wiederholen das ganz schnell. Okay. Also diagonal, diagonal, eine Spitze unten an die Mitte, zurück und an die kurze, an die vordere Fläche. Jetzt machen wir mit dem anderen und schauen, dass wir es diesmal nicht verdrehen. So, dann liegt noch richtig an die Mitte und hier vorne an die kurze Mitte. Schnelldurchlauf, okay, dann drehen wir um, ziehen die Spitze da hoch, ziehen die kleinen Ecken hier rum. Du kannst ja, das ist das Gute beim Video, immer wieder anhalten und von vorne anfangen.
falten das hier drauf, falten die Ecke nach innen, falten die Ecke nach innen, falten wieder auf, ziehen unsere Dreiteilung, indem wir das hier rüber falten. Jetzt gucken wir, dass es sauber wird. Je schneller, hast du gemerkt, je unsauberer. Das hier rüber, dass es sauber wird. Das wieder runter. Diese Faltung haben wir, diese Faltung haben wir und jetzt falten wir nur noch das. Und da siehst du, wie schnell das eigentlich geht. Und das heißt, ja, kann man in Serie basteln, oder? Na, nicht ganz. Also ich habe bestimmt noch keine 20 gebastelt, sagen wir es mal so. So, das drehen wir gleich. Und Wiederholung, umdrehen, die kurze, stumpfe Ecke. Das hier oben drauf, die untere Spitze. So lassen wir das liegen. Dann kommen die kleinen Ecken. Ziehen wir ran. Und die andere kleine Ecke ziehen wir ran. Und wenn wir nämlich die Box fertig haben, dann machen wir noch eine ganz, ganz schnelle Karte. Und weißt du warum? Weil ich will noch ein bisschen Werbung machen. Es gibt eine Challenge. Und zwar hat die Judith von Stempelkuss sich eine Challenge überlegt. Das erzähle ich jetzt, während ich meinen Teil hier fertig falte. Die finde ich total toll, habe mich gleich angemeldet. Im neuen Jahreskatalog auf der Seite 22 findest du und alle anderen Bastler Sketches oder Layouts, also Karten, Ideen für Kartenvorderseiten, nennen wir es mal so. Und die basteln wir seit dem 10. Mai. Es sind 22 Ideen. Wer Lust hat und wer mitmachen möchte, basteln zu diesen Ideen Karten. Und da ist heute am 12. die dritte Karte, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. Und dieses Layout zeige ich dir gleich. Wenn du dir das anschauen möchtest, einmal im Katalog auf der Seite 22 findest du diese Layouts, zeige ich auch nochmal gleich. Und dann schau mal bei Instagram hauptsächlich unter dem Hashtag, ich mache jetzt so eine Mischung aus Deutsch-Englisch, ne? 22 und dann from page, also von der Seite 22. Ziemlich witzig, muss man erstmal drauf kommen. Habe ich so gar nicht gesehen, erst als ich das gelesen habe. Ja, also da wirst du auch in den nächsten Tagen bis zum 31.12., wenn bei mir was kommt, jeden Tag zumindest eine Idee sehen. Zumindest ist so der Plan. Ich habe schon ja, gut die Hälfte vorbereitet und den Rest müssen wir mal schauen. Ja, kommt gleich im Katalog. Jetzt klebe ich hier noch schnell das Teil, was uns dazwischen fehlt. Und dann setzen wir das zusammen, machen eine Außengestaltung. Schraubzwinge, Bastler-Schraubzwinge, genau. Ich habe hier ein bisschen gefuscht, weil ich nebenbei so viel erzählt habe. Aber muss ich ja auch mal mit was anderem befassen, ne? Muss ja auch gehen. So, zweite Schraubzwinge ran damit. Da ich das jetzt gerade erzählt habe, zeige ich das nochmal. Den Link setze ich dir tatsächlich auch in die Beschreibung unten drunter. Ich kann gleich auf die Seite 22 gehen. Schiebe ich mal hoch. Jetzt können wir den Katalog ja auch innen zeigen ohne Ende. Und hier unten siehst du vielleicht noch gar nicht gesehen diese ganzen kleinen Ideen. Und seit Freitag ist es losgegangen. Vom 10. bis zum 31.05. Jeden Tag ein Sketch, eine Kartenfront, die wir nachbasteln. Heute sind wir bei der und da zeige ich auch gleich eine Idee. Willst mal sehen, was ich schon vorbereitet habe? Ja klar, das mache ich jetzt mal so von wegen. Ne? So rum ist schön. Jetzt falte ich einmal vor und dann bin ich auch schon wieder weg. Das sind die Ideen, die ich da schon vorbereitet habe. Du kannst dich also freuen, da kommt einiges. Ich schaue auch, dass ich nicht immer nur die Kartenfront zeige, sondern auch mal eine besondere Kartenform. Aber das wird sich finden, wie viel ich da schaffe. So, auch hier lege ich mir beide Zipfel, die hochstehen, nach links. Und nehme den einen Zipfel, setze ihn hier rein und drehe dann das Ganze um und schiebe es draußen gerade. Und das war so ein Moment, warum ich das eben gleich gefaltet haben wollte, dass das in gewisser Weise eine Symmetrie ergibt. So, Finger raus, sie kleben und jetzt setzen wir zusammen. Ob du von innen nach außen oder von außen nach innen klebst, ist egal. Hauptsache, es wird regelmäßig die richtigen Größen. So, ich lege die nochmal der Reihe nach, dass es wirklich von groß auf klein geht. Nehme das erste, nehme diese Ecke hier, diese. Streiche da meinen Kleber auf. Hier ist die andere Seite mit dem Zipfel, also kommt diese Zipfel hier rein. Und jetzt haben wir natürlich den Unterschied von den unterschiedlichen Größen.
Aber das ist eben was, was nicht zu ändern ist. Ne? Da muss man jetzt mal einfach ein bisschen, also immer Kummer gewohnt, sagen wir mal so. Weil das ist natürlich breiter. Aber wir wollen es ja auch ineinander falten. So, wischen. Das haben wir. Dann ist das nächst kleinere das. Wieder den Zipfel. Der muss an der anderen Seite sein und mit diesem klebe ich. Ja, ich weiß nicht, ob ich das vor 3, 4 Jahren schon mal gezeigt habe. Ich glaube, da war es auch zum Muttertag, aber das weiß ich natürlich nicht mehr genau. So, du siehst, das geht jetzt immer weiter, ganz einfach ineinander. Und es gibt so eine lange. Kannst es natürlich auch so zum Silvester oder Geburtstag auf dem Tisch mit Deko füllen. Also was hier mit so, nicht Deko, mit Chips, mit Gummibärchen. Oder doch mit Deko. Weiß es nicht. So, jetzt kommt die nächste Spitze auf das nächste Teil. Ich messe wieder innen an, drehe das Ganze um und schaue, dass ich es gut vermittle. Finger kleben. So, und das letzte, weil ich gehe dann nicht auf die ganz kleine, weil ich will meine Kugel reinkriegen und keine Süßigkeit in dem Fall. Und nehme hier diese Ecke. Drehe es so rum, dass es wieder aufeinander liegt. Klappe es rum. Ziehe es hoch. Schaue, dass es festhält und vor allem nicht an meinen Fingern. Immer in die Mitte setzen, notfalls, ja. So, Finger, Finger, Finger. Jetzt wische, wische. Kleber zu, ganz weit weg. Und jetzt diese Ecke würde ich dann reinkleben. Dann kommt meine Kugel hier innen rein. In die Kugel kommt mein Gutschein. Und die ganze Sache wird jetzt einmal in sich gefaltet. So, und du siehst, jetzt ist natürlich die Frage, bei dem anderen hatte ich einen Magneten genommen. Ich sag mal so, da passt. Da brauchst du nichts zum Verschließen. Das hält wunderbar. So sieht die Box außen aus. Und jetzt könntest du, wenn du möchtest, ich habe ja gesagt Muttertag. Ja, lässt sich wunderbar auffalten. So, dann würde ich sagen, da geht's auf. Wie rum man faltet, kann man ja jetzt schon ein bisschen markieren, indem man zeigt, wo man loslegt. Und hier würde ich ein Bändchen dran setzen. So, da kleben wir da drauf. Schon gestaltet. Und hier eine kleine Schlinge, ein Bändchen. Und hier kannst du zum Beispiel das Feld nochmal mit einem Text ausfüllen. Dann käme beim Blättern oder beim Aufwickeln unserer Endlosbox jedes Mal ein schöner Text zum Vorschein. Muss hier einmal denken. Warum das? Ach nee, das ist ja immer die Innen- und die Außen. Genau. In einem ist das Feld drinne und in dem anderen nicht. Hier muss trotzdem. Ach, da ist es. Seht ihr? Da ist es. Würde ich also da noch wahrscheinlich reinkleben, damit es stabiler wird. Okay. Das haben wir. Da sind wir doch schon sehr weit gekommen. Und jetzt käme noch die Karte. Und die zeige ich euch jetzt. Soll ich das offen lassen oder zu? Ich lege das mal so hin. Da wissen wir immer noch, dass wir hier was ganz Lustiges gebastelt haben. Und für die Karte habe ich mir Folgendes überlegt. Ihr habt das ja eben grob gesehen im Layout. Es soll Muttertag werden. Und das heißt, ich klebe hier mal ganz einfach aufeinander. Ich habe zugeschnitten ein Stück Designerpapier in 6 x 12 cm und habe es dann, warum habe ich die Maße genommen, damit ich mir das gut merken kann, und habe es dann in jeweils 2 cm Streifen geteilt. Dann habe ich mir Gartengrün zugeschnitten, Farbkarton, 3 Stück in den Maßen 12,5 mal 2,5 cm und da setze ich jetzt mein Motiv der Reihe nach drauf. So, und das dritte. Ja, nicht vergessen, wenn es dir jetzt langweilig wird, halte aus, halte aus. Es geht bei Annalena so gut wie nahtlos weiter, wenn ich jetzt hier mich nicht verklecker. So, haben wir. Das ist die Kartenunterlage und jetzt kann ich überlegen und ich werde das Tatsache mit Abstand da draufsetzen. Warum auch nicht? Also nehme ich die tollen Abstandsklebepunkte. Das ist, glaube ich, außen, richtig. Das lege ich aber noch dahin. Werde auch an dieser Stelle damit anfangen, das Mittelfeld als erstes aufzusetzen. Ich könnte die auch nicht der Reihe nach aufsetzen oder 3 verschiedene Motive, also Ideen ohne Ende dafür. Dann schaue ich mal, ich glaube, das war die Mitte. Da passt das. So rum ist auch schön, ne?
Da passt das auch mit dem Blümchen oben. Jetzt ziehe ich mal hier das aus. Ja, Hände kleben ohne Ende. So, die Karte liegt richtig rum. Dann setze ich das mittig. Das ist jetzt wieder relativ. Das kennst du schon. Und die links und rechts wieder falsch rum. So, so weiter. Setze ich da dran. So. Und das dritte kommt auch noch. Und bei dem Layout auf der Seite, also bei dem Kartensketch, sagt man da auch gerne, wenn du sowas mal hörst, dann ist der Begriff jetzt erklärt, falls du ihn noch nicht kanntest. Dann schauen wir mal, dass wir da ein Seil drum binden, glaube ich. Wenn mich alles täuscht, ist ein Strick. Da ist ein Strick, also ein Band. Seite 22, hier unten, das ist es. Du siehst, ich halte es mal ein bisschen hoch. Genau. Dann haben wir einen Kreis, den habe ich schon vorbereitet. Den kann ich eventuell mit Grün hinterlegen, wenn ich jetzt hier Gartengrün habe. Mein Gartengrün ist schon wieder verschollen. Moment. Hier ist das Gartengrün und dann hole ich mir eine Handstanze, wenn ich denn eine habe. Muss aber nicht und das probiere ich auch. Wenn das nicht passt, dann war es das. Ich setze das ein bisschen in die Mitte herum, damit ich das notfalls noch für eine Mattung verwenden kann. Manchmal wird hier auch geschummelt. Das unter den Auflagen. Ja, das probiere ich gleich aus, wenn mir das zu viel ist. Schau mal, so. Es ist mir nicht zu viel, es darf. Und dann habe ich hier den Faden. Und da weiß ich ja, dass ich das da hinklebe und dass ich mich jetzt hier nicht zu sehr stressen muss. Also setze ich hier tatsächlich einfach so mal locker, auch wenn es luftig sitzt, das Doppelseitige drauf. Und ich habe so eine Karte zum Hinstellen genommen, die bietet sich hier echt an. Und wickel das so ein bisschen rum. Mach hier hinten, hier drüben meine Enden. Mach mal einen kurzen Knoten. Kannst du mal deinen Finger draufhalten, genau. So, das liegt schon mal hier, damit es mich nicht stört, schneide ich hier das Fädchen ab. Hier stempel ich drauf, zum Muttertag habe ich ja gesagt, du bist die Beste, passt da immer. Also manchmal lohnt es auch, seine Stempel zu variieren. Du musst es nur finden, da ist er. Noch nicht benutzt, hast du es gesehen? Also es muss ja nicht immer, ist genauso wie zur Hochzeit, da geht auch sehr viel. Alles, was mit ihr ist, geht und alles, was mit Herz ist, geht und so weiter. Jetzt suche ich mein Gartengrün. Das ist vor mir. Kannst du dir das vorstellen, bin dann jedes Mal ganz irritiert, dass es da liegt und ich sehe es nicht. Im Ernstfall nochmal extra abstempeln. Ansonsten hier nur zur Lücke drauf damit, das passt. Du bist die Beste für die Mama. Weil es so ist. Und dann wird das Ganze aufeinander geklebt. Hände kleben eh, also können wir hier locker das da drauf kleben. Ich habe übrigens noch eine tolle andere Idee zum Muttertag. Ich kann mich einmal umdrehen, wenn du möchtest, und die noch holen, weil habe ich dies Jahr auch gebastelt. Zeige ich dir gleich. Und das setzen wir hier vorne drauf und da kannst du immer noch gucken. Da hat er jetzt aber wirklich nicht aufgepasst, ne? Der Flüssigkleber, der hat den Vorteil, dass man immer noch schieben kann, aber nicht ewig. So, ich setze es genau so drauf, dass hier mein Ende da so sitzt. Es ist in etwa so wie gedacht. Es hätte ein bisschen höher gekonnt. Aber ich lasse das so, mir gefällt das. Und dann nehme ich hier mein Schleifchen. Mit klebrigen Fingern ganz furchtbar. Und binde das und ziehe. Ich muss immer schauen, dass das Bändchen dann richtig liegt. Aber das schaffen wir. Das ist jetzt also das, was ich als nächstes mache. Ich stelle fest, ohne Klebefinger geht es besser. Nee, kannst du vielleicht diesen ziehen. So. Und dann werde ich mein Röllchen, also meine Endlosbox, noch fertig ausgestalten. Bisschen Bling-Bling drauf. Ja. Ich habe das runtergeklebt. Warum? Weil das Band so weit unten war. Also da kannst du natürlich noch viel mehr positionieren, dann hier nochmal meine Endlosbox, mein Gutschein für heute und das war's. Und ab jetzt ganz schnell zu Annalena, die Idee zum Muttertag verlinke ich dir, die kommt hier auch am Ende, aber erstmal schau bei Annalena. So, das war's und ich freue mich auf dich im nächsten Video.